und dann haben sie halt weitergemacht. Vielleicht haben die den auch einfach angepisst. Zuerst kollabiert wird angepisst, genau. Das ist eine wichtige Fußballregel. Radio gelernt. Im Radio? Ist das das, was wir hier gerade machen, oder ist das eigentlich was ganz Neues? Es ist ein Real-Life-Radio. Es ist mit Bild und ja. Es ist vor Publikum. Es ist unser erster öffentlicher Auftritt wieder vor Menschen. Ja, seit das ist Corona. Unsere kleine Corona is over Party. Quasi. Oder Corona ist pausiert Party, besser. Und das Beste ist, wir haben auch Bild dabei. Unfassbar, ne? Ja. Übelst geil. Und wir haben eine Inzidenz von 0 derzeit in Weimar und auch in vielen anderen Ortschaften. Die Delta-Variante nimmt zwar immer mehr zu, aber insgesamt sind die Fallzahlen sehr niedrig. Deswegen dachten wir uns, können wir uns mal nebeneinander setzen, ohne Abstand, ja, in der frischen Luft und fragen mal die BürgerInnen oder Bürgers. Die Bürger. Du brauchst gar kein S. Ach so. Das ist übelst gut. Da, nach ihren Meinungen zur Woche. Wir haben hier ein Schild aufgebaut. Das können wir kurz einblenden vielleicht. Dass auch die Menschen vielleicht... Oh, das dauert mir jetzt zu lange, das abzufrieren. Da steht halt drauf... Eigentlich jetzt, aber das können wir ja abfotografieren und dann quasi einblenden. Also nur so, als Beispiel. Da haben wir jetzt zum Beispiel auch ein richtig geiles Feature. Statt Dion, der durchs Wohnzimmer läuft, haben wir ein Flugzeug, was einfach über uns hinweg weht. Oder es Franz damals noch halb nackt. Das war eine schöne Zeit. Ganz persönliches Highlight war das. Auch Highlight ganz oben, high, hoch, Flugzeug, was man gerade schön hören werden wird. Ja. Wo wir gerade bei Highlights sind, ich habe diesen Zettel geschrieben, da steht drauf, was war Ihr Highlight der Woche? Genau. Und wir haben erstmal so überlegt, ja, raffen Rentner das eigentlich, was ein Highlight ist? Ein Hicklicht, was ist das? Also ich glaube, ich calle, dass Menschen auch höheren Alters inzwischen wissen, was ein Highlight ist. Ja, da fragen wir direkt mal rum, würde ich sagen. Vielleicht nur vom Hören her, aber vom Lesen vielleicht nicht, das kann sein. Ja. Aber... Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, Tino. Nein. Es ist die 120. Ausgabe. Es ist klar, jeder kennt uns mittlerweile. Ja, von Angela Merkel bis Obama. Jeder hört unseren Podcast. Aber vielleicht verirrt sich ja der ein oder andere Neue hierher. Wir sind Brennpunkt Internet mit Tino Ranacher. Oh, und Robin Nosterafu. Es ist der absolute Wahnsinn. 120. Folge, da kann man mal ein bisschen profan sein. Kannst du das glauben? 120 Mal haben wir uns fast wöchentlich hier getroffen und haben unsere Münder fusselig gesprochen, haben Skandale ausgelöst, haben Sachen gesagt, die wir nicht mehr sagen würden. Na. Ja, es gibt so ein paar Sachen, die würde ich nicht wiederholen. Hm, aber es ist ja auch okay, man wächst ja auch. Und die Zuhörer können ja auch unsere Entwicklungen nachvollziehen. Von Folge 1 oder Folge 0 bis Folge 120. Yes. Und die Zwischenfolgen. Ach, es ist sehr, sehr geil. Ich sag's, wie es ist. Es ist schön, einfach zwischen den Leuten zu sitzen. Ja. Meine Außengastronomie hat endlich wieder auf. Die Merkel-Diktatur. So sieht nicht so aus irgendwie. Also entweder will Merkel jetzt doch, wie das alle Menschen ihre Freiheit haben, oder es ist einfach keine Diktatur. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, Robin, wie geht's dir? Nochmal zum Einstieg. Wie geht's dir heute? Wie kommst du hier an? Ich komme hier sehr gut an. Also ich bin erst irgendwie 11.15 Uhr aufgestanden. Mhm. Na gut, du hast es dann zum Glück verschoben. Es ist ja jetzt dann doch 12.15 Uhr geworden, dass wir uns getroffen haben. Das akademische Viertel. Genau, und dementsprechend bin ich noch ein bisschen müde, aber das gehört ja hier zum guten Ton. Ja, das ist ja das Konzept des Podcasts, ja. Brennpunkt, luzides Träumen. Für mich ist jede Ausgabe wie ein Traum. Natürlich träumen und ich lasse einfach mal die Sau raus, was ich in Wirklichkeit nie aussprechen würde. Ja. Ich bin auch sehr müde noch. Ich bin erst um 10 aufgestanden, also schon um 10 aufgestanden, um zu frühstücken, zu duschen und so und Sachen vorbereiten. Und ich bin sehr, sehr erfreut über die heutige Ausgabe. Hm. Weil es wird, sehr, sehr fußballlastig. Nicht Fußball an sich, aber so rundherum ist ja einiges passiert. Na doch, also ich habe dann die Fußball-Expertise. Ja. Ich kann dann ankommen mit, ach, der Modric, ja, der Luka Modric von Kroatien, der ist der jüngste Mensch, der in der Europameisterschaft ein Tor gemacht hat und gleichzeitig der älteste. Er hat mit 22 sein erstes Tor geschossen und hat jetzt mit 35 und ein bisschen nochmal ein Tor geschossen. Der Luka Modric, das ist einfach eine Waffe. Mit solchen Fakten kann ich dann ankommen. Krass. Der Schürrle. Ja. Es wird eine sehr schwule Ausgabe und eine sehr sportliche Ausgabe. Das und vielleicht auch eine laute Ausgabe, je nachdem, wie oft hier die Autos vorbeifahren. Frank Schön, Herr Haustechnik. Wir sitzen aktuell am Frauenplan
Und passend zur letzten Gender-Ausgabe sind wir heute am Frauenplan. Tino, wir haben die Ausgabe gemacht, damit wir das nie wieder ansprechen müssen. Ach so, tut mir leid. Jetzt kommt die Polizei vorbei, mal schauen, was die so Lustiges sagt. Ordnungsamt würde mich mehr beschäftigen als Polizei. Das war halt jetzt wieder klar, dass die Polizei jetzt hier wieder mit ihrem Krachbumm vorbeifahren muss. Asozial. Ein Bullenstaat, sagst du. Ekelhaft, ey. Ich sag's, wie es ist. Ja. Wer diesen Podcast nicht mehr zu hören bekommen wird, ist McAfee. Mhm. John McAfee. Es ist der, nicht der Erfinder des McCafés von McDonald's, nein. Es ist der Erfinder des Antivirus-Programms McAfee. Und der hat diesen Song gemacht, oder? Ich wünschte einen Virus. Genau, der war das. Ja. La McAfee. Ja, der ist jedenfalls jetzt gestorben, hat sich angeblich suizidiert in einer Gefängniszelle. Er hat den Epstein gemacht. Er muss noch gesagt haben. Oder er wurde geäpstient. Ich bin mir nicht sicher, ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass er gesagt haben soll, wenn ich mich suizidiert haben sollte, habe ich es nicht getan. So, also er wurde wohl gesucht wegen Steuerhinterziehung. Er hat wohl irgendwelche Sachen nicht angegeben bei der Steuer. Ist dann geflohen nach Spanien, sollte ausgeliefert werden und hat sich wohl im Zuge dessen angeblich jetzt umgebracht, sozusagen. Und muss wohl 2012 ist er wohl geflüchtet, nachdem die Polizei gefahndet hat nachdem sein Nachbar ermordet worden ist. Also es war eine ganz komische Sache, die war ganz groß auch in den Medien. Ist dann über den Dschungel nach Spanien irgendwie geflüchtet und jetzt drohten ihm 30 Jahre Haft. Über den Dschungel nach Spanien? Irgendwie stand das da in dem Artikel. Mhm. Der schweizerische Dschungel, Hanna. Genau. So kam auf einmal in Spanien raus und okay. war jetzt quasi im Asyl, mehr oder weniger. Mhm. Sollte ausgeliefert werden, ist jetzt tot. Ja. Schade. Ja, der war auch so ein kleines Meme. Da ist jetzt einiges auch drumherum gesponnen worden. Wir haben da drüben, guck mal, da steht eine Person, die ist sich nicht so ganz einig. Mhm. Soll ich hier wirklich mal den Schritt ran? Warte ich nur auf meine Frau? Ich habe auch eher im Vorfeld gesagt, wie gesagt, das Wort Highlight verstehen vielleicht die einen oder anderen Leute nicht. Ich werde dann mal investigativ nachfragen. Sehr gerne. Vielleicht vermehrt in der zweiten Hälfte. Wir haben uns eigentlich so überlegt, erstmal gucken, wie es so ist. Wir haben uns bewusst auch an eine Stelle gesetzt, wo jetzt nicht 1 Million Leute vorbeilaufen, dass es dann vielleicht zu laut ist oder zu wüst. Aber in der zweiten Hälfte werde ich dann einfach gezielt mal die Leute ansprechen und gucken, was so passiert. Da freue ich mich drauf. Weil vielleicht, ich call das jetzt einfach mal so, die erste Hälfte vielleicht sagt irgendwie gar keiner was, kann ja auch sie sein. Sie geben erstmal den Leuten von sich aus die Chance, um da zu sprechen und wenn nicht, dann müssen wir intervenieren. Manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen, ja. So wie die CDU uns zu dem Upload-Filter-Glück zwingt. Tatsächlich. Danke dafür. Gern geschehen. Aber noch ganz kurz zu McAfee. Ja. Hängt ja auch so ein bisschen diese Epstein-Geschichte mit rum, ich weiß es nicht. Du bist doch so Epstein-affin. Ob die damit rumhängt? Also ob McAfee auch quasi da so ein bisschen... Ob der kleine Kinder angediddelt hat oder wie? Ja, ob das im Raum steht. Also ich bin aus dem Netzwerk raus. Ja. Ach so. Als Epstein hochgenommen wurde, habe ich all meine Festplatten verbrannt und habe mich da ein bisschen ausgeklinkt. Deswegen kann ich da leider nichts sagen zu. Ach so. Ich habe mich auch damit weniger beschäftigt, muss ich sagen. Jendrik hat mir so ein Video geschickt. Das war irgendwie so ein Adult Swim. Da ging es auch um PC oder sowas. Das habe ich mir noch nicht angeguckt, aber es ist auf meiner To-Do-List. So, jetzt haben wir auch den authentischen Weimarer Sound hier. Einfach richtig angenehm mit diesen hässlichen Pferden, wegen denen wir so schlecht in der Stadt skaten können. Ihr armen Skater. Ihr müsst mal die Pferde einladen zum Skaten. Man kann auch mal Pferden solche Skateboards oder irgendwas Rollen an die Hufen dran montieren. Naja, meine Aussage war ja, dass Weimar so rückschrittlich ist, weil die Pferde müssen auf so Kopfsteinpflaster laufen, damit das schön klackert. Ja, klingt ja auch schön. Es klingt schön. Ja, aber ich mag das Geräusch. Wenn hier einmal in der Stunde eine Pferdekutsche durchballert, was hast du denn da davon? Öfter. Schön asphaltieren. Weißt du, was ich hier alles für Spots erschließen würden, wenn das hier alles asphaltiert wäre? Das wollen die aber nicht, die da oben. Die da oben, die Asozialen. Ja, sehr, jedenfalls sehr geil. Rest in Peace, McAfee. Ja, apropos die da oben. Fallschirmspringer in der EM, beziehungsweise es war kein Fallschirm, es war ein Gleitflieger oder so. Eine Greenpeace-Aktion. Ich habe jetzt mal ganz elegant zur EM übergeleitet, Tino. Ja. Und das ist passiert. Hast du das mitbekommen? Ja, das war ja ein sehr aufregender Start der EM, dass gleich beim ersten Spiel, glaube ich sogar, ein Gleitflieger... Beim ersten Deutschlandspiel auf jeden Fall. Genau, so ein Gleitspringer da reingelandet ist und hat halt irgendwie auf Umweltsachen aufmerksam machen wollen, ist dann direkt auf Hops genommen worden, also wurde verhaftet und so weiter.
Das war schon sehr lustig. Mhm. Aber ihm drohen jetzt wohl richtig harte Konsequenzen, weil das ja irgendwie ein Eingriff im Flugraum ist, keine Ahnung. Ja. Das wird richtig heftig für ihn. Es gab dann direkt ein Greenpeace-Statement, dass der Plan ja gar nicht war, da reinzufliegen und dort zu landen, sondern einen aufblasbaren Ball hineinzuwerfen, den er auch dabei hatte. Mhm. Und ja. So einen kleinen? Das ist halt ein bisschen schief. Nee, schon relativ groß. Da stand auch irgendwas draus, raus aus fossilen Brennstoffen oder irgendwie sowas. Ich weiß es gerade nicht. Und das Problem war halt, dass er dann doch irgendwie notlanden musste, weil er an der Spider-Cam hängen geblieben ist. Oben im Stadion ist ja immer so eine Draufsicht. Genau. Und so eine Kamera, die da schön an so Fäden langballert. Ja. Da ist er dran hängen geblieben und hat dann rasiert. Er hat rasiert, wurde geschrieben. Er hat zwei Zuschauer rasiert beim Bruchlanden sozusagen. Er hat so ganz knapp ist er über den Leck weggeflogen. Hat ihre Bärte abrasiert. Ja, die waren dann plötzlich irgendwie kahlköpfig und haben dann geklagt. Und deswegen ist Greenpeace jetzt richtig in der Scheiße. Ja, die Frage ist ja auch, ob das irgendwie was bringt, weißt du? Also ich finde es ja spannend, wenn man mit solchen Korea-Aktionen Korea-Aktion finde ich richtig gut. Aber ich glaube, das wirkt eher lächerlich, wenn man sowas tut. Und es bringt keine Sympathien. Es ist ein bisschen wie wenn die linke Szene Autos anzündet. Man versteht den Frust so und erzeugt Druck, aber Sympathien entstehen nicht so richtig. Naja, also stattdessen hätte der vielleicht auch einfach ein paar Leute im Stadion anzünden können. Ja, das hätte mehr gebracht, glaube ich. Also ja. Auch wenn es, ja. Immer diese halben Sachen, weißt du, Leute rasieren, was ist das denn? Hätte ich mich gefreut, ein bisschen mich zu rasieren. Ich bin gerade wieder sehr bartwüchsig geworden. Es kommt hier gerade ein richtiger Mob vorbei. Guck doch mal. Wissen Sie, was ein Highlight ist? Ja, weiß ich nicht. Ja. Ah, das stimmt. Da hat sie recht. So, also, die Leute wissen scheinbar, was ein Highlight ist. Na, dann sie bin ich selber mal gespannt. Sind das Highlight. Ja. Das stimmt. Sind wir nicht alle ein Highlight? Ja, auf jeden Fall. So gesehen schon. Ja. Also EM fing schon mal krass an mit einem Gleitspringer von Greenpeace. Beim also zweiten wenn statt einem Gleitspringer Gleitgel vom Himmel gefallen wäre, hätte ich es besser gefunden. Hätte sich Leon Mascher auch ins Gesicht schmieren können. Ja. Hatten wir das überhaupt thematisiert? Nee, ne? Das ist irgendwie, glaube ich, an dem Tag der Aufnahme passiert. Das kann sein, ja. Eine Woche später hat man es vergessen und war nicht mehr relevant. Aber ich dachte, ich habe angesprochen, dass es so ein Video gab über Influencer. Ja, ja, Influencer. Das erste. Die so ein bisschen reingelegt worden sind mit einem Kleidgel, was aber verkauft worden ist als Gesichtscreme. Und diverse Influencer haben sich das halt ins Gesicht geschmiert und das dann verkauft, obwohl es gar nicht wirkt. Ja. Ja, das war ja so ein Zweiteiler. Der erste Teil kam raus, dann kam Leon Mascher, glaube ich, und dann der zweite Teil. Ja. Andersrum. Egal. Ja, die EM. Tino, du kennst dich aus weiter. Mit diesen ganzen Homos und so. Nee, noch nicht. Es ging noch weiter. Scheiße. Es ging noch weiter und zwar ist dann einer der nächsten Spiele. Ach, hallo, guck mal, wer da ist. Ach, na moin. Na, guten Tag. Was war dein Highlight der Woche? Mein Highlight der Woche? Lauter sprechen und hier rein. Der Mann hat eh schon eine sehr laute Aussprache. Ich glaube, das geht schon. Oh Gott. Oder der letzten Wochen. Der letzten Wochen? Also mein Highlight ist gerade dein Fahrrad auf jeden Fall. Ja. Danke. Schönes altes Diamant. Ich würde sagen, das erste Mal baden gehen. Geil. Ja. Also baden gehen war schon einfach geil. Auf jeden Fall. Das stimmt. Aber am See oder Schwanseebad oder was? Beides jeweils einmal. Einmal Stotternheim irgendwie, da hat dieser Baggersee, der komplett illegal ist. Da warst du natürlich nicht. Da war ich nicht, den habe ich mir nur angesehen, während ich woanders legal baden war. Ja. Ja, sehr geil. Gut zu wissen. Cool, ich habe auch im Podcast erzählt von Franz und Stachy, dass ich auch nackt baden war zum ersten Mal. Hier im Innenpark. Da gibt es gibt es einen FKK-Strand. FKK, so eine Stelle. Moment, was? Ja, also nackte Menschen. Ja, aha. Noch ein Highlight der Woche. Ja. Also ich habe von dem FKK-Strand erfahren. Siehst du? So cool. Ist der neu oder war das schon? Nö, das machen die schon immer offenbar. Ja. Cool. War ich mit ein paar Freundinnen da. Warum machen wir da nicht hier so einen Videopodcast? Zur 130. oder? Okay. In 10 Folgen. FKK-Ausgabe. Geil. Ja, geil. Super nice. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Arbeit. Ah. Also ich kam gerade von Arbeit und gehe jetzt hoffentlich nicht weiterhin arbeiten. Wir schon. Wir arbeiten auch jetzt. Ja. Ja. Ich habe euch nur ganz kurz gesehen und dachte, oh, ist hier The Table? Nee, heute nicht ganz, nicht ganz. Ja, so ähnlich. Willst du jemanden grüßen vielleicht? Ja, Shoutout an die ganze Impermanence-Band. Ja, die Bandmembers. Vielleicht sehe ich die irgendwann auch mal wieder. Kann ich empfehlen, eine sehr gute Band. Danke sehr.
Und nice, Mann. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit hier. Dir auch, vielen und Dank. Viel Kommunikation mit Leuten. Ja, hoffentlich, hoffentlich. Hoffentlich, ja. Du bist der Erste. Schauen. Die, die Leute, die vorbeigehen, die sehen halt schon aus wie Radiozuhörer, ne? Ja. Also so 80. Ja, wird schon. Sind nicht alles so junge, dynamische Menschen wie du. Ja, dann schönen Feierabend, ne? Ja, danke. Tschüss, tschüss. Euch noch gelegen. Dankeschön. Wundervoll. Genau, Thema WM. Und dann ist ein Spieler kollabiert. EM, aber ja. EM, sorry, nicht. Was habe ich gesagt? WM. WM, ja. Großer Unterschied. Ein kleiner Unterschied für mich. Ein dänischer Nationalspieler ist kollabiert während des Spiels, live im Fernsehen. War erst 29 Jahre und musste wiederbelebt werden. Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das war krass. Und ist halt nur Dänemark, ne? Ist nur Dänemark. Und ganz viele Spieler haben sich um ihn quasi... Sorry, ich nehme das zurück, weil Dänemark wird irgendwann ganz relevant wegen Grönland. Ich möchte ein Grundstück bei euch. Dänemark ist toll. Und billig. Und die Spieler haben sich um ihn drumherum gestellt, damit halt die Kameras nicht drauf filmen können. Ach krass, okay. Also das Spiel wurde unterbrochen und dann haben sie halt weitergemacht. Vielleicht haben die den auch einfach angepisst. Er hat zuerst kollabiert und angepisst, genau. Das ist eine wichtige Fußballregel. Apropos wichtige Fußballregel, die UEFA hat jetzt die Auswärtstorregel abgeschafft. Was ist das? Das ist, wenn ein Team Hin- und Rückrunde spielt, ja, und gleiche Anzahl an Punkten, also Toren hat, dann gewinnt das Team, was mehr Tore beim Auswärtsspiel gemacht hat. Ach, wegen Heimvorteil und ja, so. Was ich irgendwie ein bisschen dumm finde, weil... Ist auch blöd. Warum spielst du... Okay, du spielst besser, weil die Leute dich mehr anschreien bei dir zu Hause oder ja, was? Du hast mehr Fans bei dir und du fühlst dich sicherer in dem Stadion, weil du da trainierst und so. Das kann schon irgendwie sein, aber ich finde es auch affig. Ich muss auch noch kurz einhaken, dass wir, bevor wir hier aufgenommen haben, so im Vorfeld kam so ein netter Mann vorbei. Ach, sie machen hier Podcast. Wir so, ja, satirischer Wochenrückblick. Und er hat dann direkt Mental Notice gemacht, Brennpunkt Internet, guckt er sich mal an. Liebe Grüße. Und dann schaltet dieser junge Mann da ein, ja, die pissen den an. So muss es sein. Also es ist nicht passiert, wurde nicht angepinkelt. Ja. Das Spiel wurde unterbrochen für ein paar Stunden und dann fortgesetzt, weil es ihm offenbar dann doch besser ging. Und da gab es auch viele Gerüchte im Internet, ja, er ist geimpft worden, jetzt kollabiert und so. Aber es stimmt nicht. Also es ist einfach nur, ich kenne die Gründe nicht, aber es war nicht die Impfung, weil er auch nicht geimpft worden ist. Okay. Das war es jedenfalls nicht. Und es gab, fast verschluckt, oh, Oliver Maria Schmitz, ein großer Titanic-Satiriker, ist gerade hier. Was wollte ich sagen, ist nicht so schockiert vor Ehrfurcht. Starstruck, Alter. Ja, ist echt, ich bin gerade vor Ehrfurcht erstarrt. EM anpissen. EM anpissen. genau, es gab einen Tag vorher zufällig von Tod, aber lustig. Es ist ein Comic-Zeichner, hat ein Comic veröffentlicht mit einem toten Fußballspieler und einem Schiedsrichter, der die schwarze Karte hochhält. Es war so eine Art böses Omen vielleicht. Menschen dachten, er macht sich darüber lustig, über den Vorfall, aber es war halt einen Tag vorher schon veröffentlicht worden. Das heißt, das war nicht. Aber es ging ganz groß viral. Kann man also... Oliver fucking Maria Schmidt in Weimar. Ich bin gerade... ich bin geschockt. Ja, hättest du mal rangeholt. Ich wusste nicht mal, wer von den beiden das war. Soll ich mal bei Instagram schreiben? Komm zurück. Er folgt mir. Und ich folge ihm. Komm zurück. Rede mal kurz zur EM. Ich muss kurz dem Herrn Schmidt schreiben. Ich rede zur EM. So, liebe Leute, die EM war ganz, ganz toll. Denn... Deutschland ist im Achtelfinale. Wow, mit einem Unentschieden. Wir hatten, ich bin jetzt wirklich kein Fußballer, aber man kriegt es ja dann doch mit. Wir hatten ein schwaches erstes Spiel gegen Spanien, keine Ahnung, Frankreich? Nee, warte mal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Also das zweite war gegen Portugal und dann gegen Ungarn. Unentschieden und dadurch sind wir jetzt im Achtelfinale. Wow, jao. So habe ich es geschrieben. Huhu, habe ich gerade in Weimar gesehen. Wir nehmen einen Podcast auf in der Stadt Frontplan. Lust auf einen Gruß. Süß. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ein riesen Fan von dem. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. EM. Ja. So. Wir sind im Achtelfinale. Noch mehr passiert. Ja. Es ist mir scheißegal, wo wir gerade sind. Ich finde Fußball furchtbar langweilig, aber diese ganze Regenbogendebatte, hast du die mitbekommen? Ja, es hat geregnet und gleichzeitig Sonne geschienen und da ist da so ein... Ja, natürlich, also Ungarn ist ein lupenreiner Staat. Ungarn, ich kann direkt, pass auf, ich mit der Resolution fange ich an und du erzählst, wie es dazu gekommen ist. Okay. Und zwar, der Leader sagt, der
fuck off, Alter. Präsident? Der, ich habe halt wieder die englische Überschrift, der Dutch Leader, der niederländische Führer, sagt, Ungarn hat keinen Platz in der EU mehr. Was ist denn da los? Das haben einige gesagt. Es gab wohl eine ganze Reihe von EU-Staaten, die Viktor Orban, den Präsidenten von Ungarn, verurteilt haben, wegen eines neuen Gesetzes, was verbietet, dass man Solidarität, Werbung, Aufklärung zum Thema Homosexualität und Transsexualität macht. Deswegen wollte man zum Spiel Ungarn gegen Deutschland in der Allianz Arena, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben angestrahlt wird und dass die Fans Regenbogenfahnen schwenken. Aber die UEFA hat das verboten, dass das passiert, weil Fußball nicht politisch sein soll. Obwohl ich finde, dass eine Regenbogenfahne wenig politisch ist und da geht es nur um Menschenrechte und Gleichberechtigung. Das ist wenig, ich finde es einfach nur Menschenrecht. Also ich habe es so aufgefasst, dass es, wenn es als Statement direkt gegen Ungarn ist, dadurch politisch wird. Das hätten sie auch an allen Spielen machen können von mir aus. Aber jedenfalls hat das die UEFA verboten. Im Gegenzug hat trotzdem Manuel Neuer irgendwie eine Kapitänsbinde getragen mit einer Regenbogenfahne, schon im Vorfeld, wo die UEFA erst dagegen vorgehen wollte mit der Strafe, wollte ermitteln gegen ihn. Da gab es einen riesigen Shitstorm. Ermitteln? Wie kam es dazu, dass dieser Mann sich eine Binde an den Arm gemacht hat? Ist der etwa schwul? Der Tathergang muss rekonstruiert werden. Da gab es ganz viel Kritik an der UEFA, dass sie halt irgendwie noch vorher gepostet haben, irgendwie UEFA is for everyone und wir setzen uns für jeden ein und so. Und dann ermitteln sie gegen ein Regenbogenarmband von Manuel Neuer und verbieten halt, dass die Allianz Arena in Regenbogenfarben angestrahlt wird. Das ist halt auch eine pikante Situation, wenn Deutsche Armbinden tragen. Da muss man aufpassen, Tino. Das kannst du jetzt nicht so bagatellisieren. Aber die tragen sie ja so oder so. Es war diesmal kein Hakenkreuz dabei, es war diesmal nur ein Regenbogenfähnchen. Und gab es dann noch so Statements von der AfD, von diesem Junge oder wie der heißt, mit Erneuer und seine Schwuchtelbinde und so. Dann hat Weidel ihn kritisiert dafür, dass er keinen Platz in der AfD hätte mit solchen Auswüchsen. In der AfD wäre Homophobie keinen Platz, was ich sehr witzig finde, weil die AfD ja... Ja, die Weidel ist ja auch eine Schwuchtel. Die ist ja auch homosexuell. Aber trotzdem ist ja die AfD die homofeindliche Partei schlechthin. Na, Tino. Ja, das behaupte ich. Weil es war ja die einzige Partei im Bundestag, die halt konkret sich gegen die Homo-Ehe geäußert hat. Vielleicht auch ein paar CDUler, aber sonst waren ja alle irgendwie dafür. Also rein faktisch. Yes. Genau, und Viktor Orban sollte dann quasi zum Spiel kommen, nach München. Warte mal, Tino, du musst jetzt kurz leise sein. Hier kommt gerade Kultur vorbei. Oh, ist das ein schönes Klackergeräusch. Auch der Zylinder, ne? Ich finde das voll schön. Und die Peitsche für die Pferde. Ich will nicht zu viel doxen, aber Insider-Informationen sagten mir, dass diese Person stark alkoholabhängig ist. Aber Kutsche fahren darf, ja? Spannend. Na, jetzt hast du es schon sehr eingeschränkt. Naja, das war ja gerade... Naja. Es gibt auch betrunkene Flugzeugpiloten, es gibt auch Fahrradfahrer, die betrunken sind. Betrunkene Flugzeugpiloten, die sind mir die Liebsten, also... Ja auch. Sehr geil. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es ist halt echt sehr laut, wenn Dings vorbeikommen und man das dann nicht hört. Ne? Da gab es doch von der AfD eine Forderung, dass der CSD verboten wird. Es hat eine riesige Debatte um den Regenbogen und um Homopropaganda ausgelöst. Es darf nur eins in Deutschland geben, wo das C am Anfang steht. Und das sind die frommen Christen. Genau. Also die frommen, also mit FC. Genau. Und Viktor Orban sollte auch traditionell das Spiel sich angucken in München. Hat aber im Vorfeld aufgrund dieser Diskussion seinen Besuch abgesagt und kam nicht zum Spiel. Weil wegen des Verbots, die Allianz Arena zu beleuchten, hatten sich Fans geschworen, dass sie halt mit Fähnchen zum Spiel kommen und die schwenken wollen Sachen tragen, Regenbogenfarben und wollten ihn so ein bisschen provozieren. Bei so einer Drohung hätte ich halt auch Angst. Auf jeden Fall ist er auch schwul, weil sie ihre schwulen Strahlen an Orban schicken. Ja. Und während des Spiels war es dann so, dass die deutschen Spieler oftmals Herz gezeigt haben in die Kamera und ins Publikum und so. Und die ungarischen Fans, da waren auch viele radikale Rechte dabei, die haben dann Hitlergrüße gezeigt oder irgendwelche schlimmen Sachen skandiert. Die hoffentlich auch jetzt sind die dumm? Gefahndet werden. Also, was ist denn das für eine dumme Aussage, Richtung Deutschland Hitlergrüße zu machen? Als wenn die damit durchkommen, die Ungarn, dann verstehe ich die Debatte nicht, warum Neuer wegen dieser Armbinde irgendwie bestraft werden sollte. Naja gut, Neuer ist halt jetzt ein Spieler und die Zuschauer sind nur Zuschauer. Das ist schon ein Unterschied. Die UEFA managt ja nicht das Verhalten der Zuschauer. Ja, schon auch.
Tatsächlich werden manchmal auch Vereine bestraft, wenn Fans sich daneben benehmen. Mhm. Wenn die mit so Bengalos rumschmeißen und böllern und so, dann werden die... Kriegt neuer direkt 5 Peitschenhiebe für die Fans. Ja, genau. So ist okay. Das. Und dann gab es noch Höcke, der hat sich dann solidarisiert mit Urban und so, meinte, ich kenne den Wortlaut nicht mehr, aber von wegen, man darf ja eh nicht mehr Mannschaft sagen, nur noch Schaft, wegen Gendern wahrscheinlich und... Nee, wenn man schwul ist, darf man nur noch Schaft sagen. Alles schwierig jedenfalls. Und da gab es aufgrund dessen, da kann ich auf das neue Video von Imp hinweisen, haben sich sehr viele Vereine, Unternehmen weltweit solidarisiert und haben dann ihre Logos auf Facebook, Instagram, Twitter und so in Regenbogenfarben hochgeladen. Wie auch NTV waren dabei, Pro7 und andere große Firmen, Fußballvereine, einfach um zu zeigen, wenn die Allianz Arena nicht leuchten darf, dann leuchten wir eben in Regenbogenfarben. Mhm. Und auch, was ich beschämend finde, noch in meiner Story geschrieben habe, die SPD hat auch ein Regenbogenfähnchen gepostet mit wir feiern die Buntheit des Landes, haben aber am selben Tag für das Blutspendeverbot gestimmt für homosexuelle Männer. Also auch wieder sehr heuchlerisch unterwegs. Und das habe ich kritisiert, das prangere ich an. Naja, aber da wird man halt auch schwul, wenn man das als Transfusion erhält. Als Transfusion, das, ja. Da musst du halt der SPD jetzt mal some slack cutten. Da steckt ja auch schon drin, das Wort Transfusion. Ja. Ich habe auch eben überlegt, wollen wir nicht die Allianz-Arena einfach in die Ali-Schwanz-Arena umbenennen? Das wäre viel kreativer gewesen, glaube ich, und effektiver auch. Vielleicht denkt dann auch der Herr Urban, ey, da schicke ich mein Team nicht hin, weil die werden dann auch alle gehen. Aber Urban hat dann gesagt, das war ein aktuelles Statement, er hat nichts gegen Homosexuelle, im Gegenteil, er hätte zur Zeit des Kommunismus für die Rechte von Schwulen gekämpft. Mhm. Und? Quellenangabe oder ist das so? Er hat es dann gesagt, aber... Quelle, er hat das gesagt. Aber so dieses Gesetz, was er unterzeichnet hat, dass man halt nicht mehr sagen darf, ich finde schwul sein okay, spricht halt schon dagegen. Also willst du sonst irgendwie für Gleichberechtigung sorgen und für Toleranz, wenn man das nicht öffentlich äußern darf? Ja. Das ist halt Unsinn. So schwere Themen, ey, die Tino hier so runterziehen, da kommt man ja richtig ins Schlackern. Aber ey. Eins gab es doch zum Fußball. Ja. Also zumindest zu dem Fußballblock. Es gab einen Flitzer. Ich glaub, Ein Blitzkrieg gab es. 4-2. Nämlich ist während des Spiels auch ein Flitzer mit Regenbogenfahne um die ungarische Mannschaft drumherum gerannt und ist dann auch irgendwie dann weggeschnappt worden. Hm. Er wurde als großer Held gefeiert, was sehr viral ging in den sozialen Medien. Geil. Das war jetzt mein Regenbogen-Monolog. Was auch viral ging, ist ein kleines Video. Und zwar von einem, ich glaube, Ukrainer in der Ukraine. Der einen kleinen Straßenkampf sich liefert. Ja, das sind so typische besoffene Nachtassis, ja, wie man sie erkennt. Wer kennt sie nicht? Ja. Genau. Und die stehen sich gegenüber so, machen dieses typische Assi-Gehabe. Und der eine schlägt den anderen dann ins Gesicht. Der andere wiederum, der die Hände in seiner Jackentasche hat, holt halt plötzlich eine Granate raus. Eine fucking Granate. Und der ist ein richtiger Profi. Der zieht den Stift von der Granate mit dem Daumen raus. Mhm. Und wirft eine fucking Granate da vor so einem Liquor Store. Und das war sehr schön. Die sind dann alle ganz schnell weggerannt. Dann hört man eine Explosion und dann sieht man den so da so langtaumeln. Durch das Schrapnell wurden irgendwie 10 Leute verletzt. Ganz viele Alarmanlagen von Autos sind losgegangen und so. Aber es ist ein sehr entertainendes Video, wie ich finde. Bester Kommentar dazu, dass der 1:1 ein Charakter aus GTA Online ist. Mhm. Weil der halt auch so rumtaumelt, weil der eine fucking Granate einfach dabei hat. Und das ist ein sehr gutes Video, kann ich dir mal schicken. Und die aus dem Nichts zieht, machen die bei GTA auch immer. Ja. Auf einmal haben sie so Flammenwerfer irgendwie aus dem Arsch sich gezogen und schießen da Menschen ab. Ja, klingt auch wieder wie deine Regenbogen-Leute. So ein bisschen zumindest. Ja. Wie finden wir das, dass Menschen Granaten rausholen, obwohl es um Faustkampf geht? Ja, das ist gemein, ne? Da sagt man immer, don't bring a knife to a gunfight. Mhm. Don't bring your fist to a grenade fight, würde ich sagen. Ich dachte, don't bring a gun to a knife fight. Dachte ich immer, dass man keine Pistole zu einem... Nee, andersrum. Ach so, okay. Weil du hast halt ein Problem, wenn du mit dem Messer vor einer Pistole stehst. Also ich find's okay, wenn du in der Unterzahl bist. Wenn da 5 Menschen sind und du bist alleine und du hast eine Granate, finde ich, dann macht es das wieder ausgeglichen. Mhm. Das ist meine Meinung zumindest. Ja. Ja, schön. Das war auf jeden Fall für mich ein kleines
weißt du, ein witziges Highlight, nicht hier diese ganze Scheiße mit, oh, das ist alles so traurig und Ungarn. Ja, Handgranaten sind viel witziger als Regenbogenfähnchen, ja. Naja, Handgranaten vielleicht nicht und verletzte Leute auch nicht, aber das Video ist schon Entertainment. Was sagst du? Vielleicht laufen wir doch mehr Kutschen lang, als ich dachte. Hab ich doch gesagt, es sind mehr als eine die Stunde. Aber es sind immer verschiedene Leute. Jetzt ist es eine Frau zum Beispiel. Mhm. Hast es noch mehr eingeengt mit meinem Gossip eben über Alkoholiker? Nee, also ich habe ja nicht gesagt, welches Geschlecht der Alkoholiker hat. Der Alkoholiker. Das Alkoholiker. Der Alkoholiker. Hallo, was war denn Ihr Highlight der Woche? Schön laut. Sie muss überlegen. Kein Problem. Es gab ja so viel die Woche. Ich habe ein kleines Highlight. Es gibt jetzt einen Bluttest, der ermöglicht, bis zu 50 verschiedene Arten von Krebs zu erkennen. Und zwar ganz früh schon. War das ein persönliches Highlight? Ja, ich habe alle 50 bei mir gefunden. Nein. Bingo. Aber der ist jetzt fast auf dem Weg, in Serie zu gehen. Auch nur jeder nicht untersuchte ist gesund. Ja. Jeder nicht untersucht ist gesund. Genau. Mein Highlight der Woche ist, die Schwalben haben ein Nest gebaut. Die Schwalben haben ein Nest gebaut. Okay. Ja, das ist sehr schön. Doch? Nee, mir ist tatsächlich nichts eingefallen. Es war eine ganz ruhige Woche. Vielleicht war das das Highlight. Auch mal eine schön. Ganz ruhige Woche, ja. Ein Downlight, auch mal schön. Genau. Ja. Ihr zwei beiden wart mein Highlight. Oh, danke. Oh. Die Woche ist ja noch lang. Bis später. Schön. Ja, apropos bis später, bis hoffentlich nie mehr wieder, Hans Entertainment. Ach, du ahnst es nicht. Was gibt's ist noch. Was ist denn deine Meinung? Hallo? Ist das der Däne, der kollabiert ist? Nee. Wie ist denn deine Meinung zu Hans Entertainment? Ja, war mir relativ egal, aber ich habe den auch seit 2016, wann war das Venus-Ding, habe ich den nicht mehr gesehen. Auf der Venus habe ich den das letzte Mal gesehen. Also persönlich? Online und offline, ja, der war da. Vor Ort. Der hat halt diesen Song gemacht und ich weiß, dass der. Vorgehende Wochenende! Ich weiß, dass der halt relativ groß auf Facebook war, aber Facebook ist ja auch bis auf Tino tot. Deswegen, ja, was geht mit dem? Ja, der hat sich jetzt auch solidarisiert mit den Regenbogenfahnen-Gegnern und den Gender-Gegnern und den. Und hat dann sowas geschrieben wie: Warte, ich muss ablesen. Nur weil man nicht LGBT-konform ist, macht man so einen riesigen Aufriss. Und überhaupt diese ganze Debatte müssen wir kurz warten wegen der Pferde. Das ist echt hart, ne? Schöner Hut! Wie ist das eigentlich für die Podcast-Zuhörer? Zuhörer. Ich muss das nochmal antrainieren. Wenn hier so Ambiente-Sound ist, wenn es nicht gerade Kutschen sind, ist es ja vielleicht auch ganz angenehm. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. So sterilen Studio-Podcast hast du ja noch und nöcher, aber sowas hier. Auch an die Spotify- und Soundcloud-Hörer, switcht mal rüber zu YouTube, da könnt ihr uns nämlich sehen. Wir reden hier in die Kamera rein. Genau, und er hat noch gesagt, irgendwie, egal was andere sagen, ich sag weiterhin Kuss und Schnitzel. Aha. Der geht mir ja der Föhn bei sowas. Was geht ihm? Der Föhn. Der geht mir ja der dir Föhn. Dir geht der Föhn. Sagt er das oder sagst du das? Sagt jetzt? Er das. Es ist so ein Satz ohne Punkt und Komma und mit, also durch die fehlende Punkt- und Kommasetzung wirkt es manchmal ein bisschen widersprüchlich, was er sagt. Mhm. Aber die Aussage ist sehr eindeutig vom Hans. Okay. Also ich fand ihn noch nie wirklich spannend. Ich fand ihn so ein bisschen lustig, fand es schön. Ist der denn noch in irgendeiner Form relevant? Ich dachte, eigentlich nicht. Er hat noch viele Followers auf Facebook. Er ist halt so ein ganz übergewichtiger, blond gefärbter Typ, der irgendwie nichts kann und trotzdem berühmt geworden ist durch seine lustige Art vielleicht, keine Ahnung. Aber jetzt ist er irgendwie auch so ein bisschen komisch geworden oder hat sich jetzt geoutet als komisch. Mhm. Das guck mal, Alter, hier, da ist halt ein Post, der hat immer, hat da hier keine Likes und nichts. Nee, nicht mehr, stimmt, 6 Likes, 15, boah. Das war früher voll viel. Er hatte früher so, weiß ich nicht, 10.000 Likes oder so. Deswegen. Wir machen den hier gerade groß, Tino. Oh nein. Also groß ist er schon. Holy shit, Alter. Jetzt kommen hier zwei Kutschen gleichzeitig. Okay, Leute, also damit habe ich echt nicht gerechnet, dass das in einer solchen Frequenz hier passiert. Haben die denn alle nichts zu tun? Das Alkoholiker. Angeblicher Alkoholiker, ich weiß na, es nicht. Na, das ist schon. Okay.
Ja, großartig, dieser Hans Entertainment Moment. Und dann plötzlich. Wenn zwei Kutschen vorbeifahren. Ja. Super gut, also. Andere Influencer, die vielleicht nicht so lupenrein sind, sind Samra. Kenne ich nicht. Gar nicht mit. Emra kenne ich. Samra ist auch so ein Rapper, einer von 8 Millionen. Denn langsam kann ich es echt nicht mehr hören. Ich bin der Dickste, ich hab die dicksten Eier und ich mach auf Gangster. Weil das ist dann irgendwie auch schon vor 10 Jahren repetitiv gewesen und langsam reicht's auch mal. Repetitiv? Und der hat jetzt einen kleinen Shitstorm abbekommen durch eine Dame, Nika Irani. Ist halt witzig, wenn man die schnell ausspricht. Die kenn ich, glaube ich, ja. Ich spreche die jetzt mal schnell aus. Nika Irani. Das klingt dann irgendwie so ein bisschen komisch. auf jeden Fall hat die ein Instagram-Statement gemacht. Er hat mittlerweile irgendwie ihren vierten Account, weil er sie weggebannt hat oder halt seine Armee auf die geschickt hat. Und die meinte, der hat sie vergewaltigt, wobei das irgendwie nicht so ganz klar ist. Aber ich meine, was ist schon Vergewaltigung? Ne? Wo fängt es an? Der hat einen sehr schönen Bart, auf, wenn du mich fragst. Mhm. Sehr schönen Bart haben sie. Finde ich gut, dass sie den wieder in Mode bringen. War das Freddie Mercury? Nee, also eben als die Mundwinkel noch unten waren, war es halt übelst Hitlerbart. Aber dann, als er gelächelt hat, ist er breiter geworden. Er war gefärbt, der Bart, oder? Sah ja. So dadurch hat es halt noch mehr irgendwie so gewirkt. Cooler Typ. Ja, auf jeden Fall meinte sie halt so, ich kann auch mal Statement machen gegen andere, die halt richtig vergewaltigt haben. Solche Aussagen hat sie halt gemacht. Und dann hatte sie keine Lust, zur Polizei zu gehen, weil die Polizei alles sexistisch ist oder sowas. Das war halt alles ein bisschen komisch. Und sie macht halt auch dieses Statement in ihrer Story mit so komischen Filtern, wo sie dann so Elfenohren hat und so. Das ist alles irgendwie, das ist irgendwie diese Postmoderne, wenn irgendwie die Realität die Satire aussatiert. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Aber ist halt nicht so ganz klar. Ich kann mir schon vorstellen, dass da was dran ist. Das Witzigste an der ganzen Story war, dass sie halt erzählt oder ein großes Statement gemacht hat, Text gepostet. Ich habe es dann einfach über mich ergehen lassen, nach 20 Mal Nein sagen. Mhm. Und als er mit mir fertig war, hat er ein bisschen vor mir gefreestylt und dann ist er gegangen. Als Bezahlung sozusagen. Das ist halt auch wieder so, naja, weiß ich nicht, aber das ist auch wieder so ein Moment. Wie kann man so Klischee-Rapper sein? Ja, lass mal Frau vergewaltigen und ein bisschen Freestyle, was geht? Dann wok. Ich hab dich gefickt. Hätte während des Coitus freestylen sollen. Ja. Das ist cool. Das machen die großen Rapper, glaube ich. Ja, er flatscht hier, flatsch. Das ist flatsch, der Beat. Flatsch, auf diesem flatsch. Beat wird gerappt. Ja. Fuck, Alter, das ist eigentlich keine schlechte Idee. So Porno auseinanderschneiden, so Beat rausmachen. Oh. Und dann geht's los. Das ist dann ein richtiger Porno-Rap. Ja, yes. Das ist gut. Katja Krasavice hört zu, hoffentlich. Du machst hier heute die richtig unrelevanten Leute wieder groß, Tito. Das ist meine Lebensaufgabe, tatsächlich. Aber wer Dinge klein macht, ist Kim Jong-un. Denn der hat jetzt in Nordkorea ein Gesetz verabschiedet, welches mehr oder weniger K-Pop verbietet. Die Menschen dort dürfen nicht mehr koreanische Unterhaltungskultur konsumieren. Südkoreanisch, Entschuldigung. Ja. Und man bekommt dafür 15 Jahre Lager oder auch den Tod, wenn man K-Pop hört. Fair. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Also es gibt irgendwie jetzt Dinge, die kann man sich abgucken. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast in der Telegram-Gruppe, wie Koma so richtig abgeht auf BTS. Echt? Ja, also so richtig hart. Und da sage ich mir halt, Todesstrafe ist da schon nachvollziehbar. Ist doch eher sehr sanft. Penetrant. Ist doch eher sanft, ja. Ja. Also Real Talk, ich habe von BTS noch keinen Song gehört. Ich weiß nicht, was sie für Musik machen. Ich weiß nur, dass K-Pop. Sie halt riesig sind. K-Pop, ja. Das weiß ich. Aber sonst auch gar nichts. Ja. Wenn es eine Band gäbe, Robin, oder ein Musiker, für den das Gleiche in Deutschland gelten sollte, für dass man hier Lager bekommt. Max Giesinger. Max Giesinger. Gar keine Frage. Ja. Einer von 80 Millionen. Ja. Einer von 80 Millionen im Knast, weil Max Giesinger gehört. Mhm. Ja. Da gibt es auch so ein paar Storys hier in Weimar, ne, über Max Giesinger. Naja. Da will ich nichts doxen hier. Doxen ist ein gutes Stichwort, denn es gab einen Leak. Ich weiß nicht, ob du schon mal was von Britney Spears gehört hast. Ja, natürlich, Britney Spears. Hallo, junger Hund, hast du was von Britney Spears schon mal gehört? Jeden Tag. Jeden Tag. Britney Spears-Fan. Ja, es gab nämlich einen großen Leak.
die ist ja irgendwie seit Jahr und Tag im Rechtsstreit gegen ihren Vater unter anderem und das ganze Label, was da irgendwie dahinter steht. Und jetzt wurde geleakt, wie sie Aussagen vor Gericht macht. Schöner wäre ein neues Lied und kein Leak. Ja. Ja, aber genau darum geht's, Tino. Weißt du, du willst einfach nur, die muss halt immer liefern, weißt du? Ja. Du willst einfach, dass die Maschine hier diese Verschleißanlage Britney Spears einfach weiter delivert, aber nein, sie will einfach ihr Leben zurück. Ja. Also die Leaks kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Es ist schon echt hart, was da teilweise erzählt wird, dass sie 24/7 am Arbeiten ist und trotzdem nie gut genug und so. Ja, es gibt auch eine Doku auf Netflix oder so, oder weiß gar nicht wo. Wo so ein bisschen das aufgearbeitet wird, dass sie entmündigt worden ist, dass ihr Vater alle Geschäftsdinge wahrnimmt und dass sie eigentlich das gar nicht mehr will, das gar nicht mehr braucht, aber da nicht mehr rauskommt. Ja. Und dass sie halt unter anderem auch in einem Haus-Studio leben musste, sich dort vor Leuten umziehen musste und so Geschichten. Also da ist schon teilweise echt harter Tobak dabei bei diesen Aussagen. Sie darf wohl nichts mehr selbst bestimmen, selbst entscheiden und darf auch ihre Kinder irgendwie nicht alleine sehen. Also das sind ganz furchtbare Dinge. Und sie versucht jetzt irgendwie rauszukommen aus diesem Vormundschaftsding. Und auch ihre Fans versuchen sie da rauszuholen. Aber es ist gar nicht so einfach, weil ich glaube, gelesen zu haben, dass es das doch gar nicht gab in den USA, dass man Vormundschaft wieder weggenommen hat. Da meistens werden halt Menschen bevormundet, die ihr Leben lang geschädigt sind und nicht mehr frei entscheiden können. Aber in dem jungen Alter, wie Britney Spears das noch ist, gab es halt noch nie so in der Fitness, die sie eigentlich noch hat. Wer auch bevormundet wird, sind Leute, die zu Oralsex gezwungen werden. Das stimmt. Ja. Kennst du jemanden? Nee. Da bin ich, wie gesagt, aus diesem Epstein-Kreis bin ich raus. Jedenfalls Hashtag Free Britney. Bin ich voll dafür. Und ich bin jetzt kein Fan von ihr, aber ich finde so ein paar Songs ganz nice. Ich wollte gerade sagen, ist Britney nicht, guck mal, Sarah Connor feierst du, aber bei Britney hört der Spaß auf. Bei Sarah Connor ist es ähnlich. Also ich mag so ein, zwei Songs von ihr und bei Britney Spears auch. Also sind es vielleicht 5, 6 Songs, die ich gut finde. Also ich muss hier mal, hallo. Junger Herr. Haben Sie ein Highlight der Woche? Sie dürfen gerne reinsprechen. Großen Wechsel an der Arbeit. Ah. Großer Wechsel an der Arbeit. Herzlichen Glückwunsch. Zum Guten, ja? Glückwunsch. Sehr schön. Freut mich. Sehr gut. Danke. Ein Fan. Das ist schön zu hören. Wir haben das Genre erfunden. Ja. Ja, sehr geil. Britney. Ich wollte gerade shameful admitten, wie der Neufranzose sagt, dass ich damals diesen Film von Britney oder mit Britney geguckt habe. Ich weiß gar nicht, wie er hieß. Baby One More Time, irgendwie nach so einem Song von ihr benannt. Und, Oops, I did it again, oder? Nee, was gab's noch? Gab's da so ein Genie in a Bottle? Nee, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den gesehen und ich fand ihn damals als 10-Jähriger gar nicht so übel. So. Ja, es ist schon, sie hat ein paar coole Banger. Also wenn du so auf Spotify gehst bei This is Britney Spears und machst Shuffle, hast du eine gute Zeit. Ja, erzähl noch mal kurz über Britney Spears oder so, weil dann finde ich raus, wie dieser Film heißt. Ich kann noch kurz einen Tweet anbringen, den ich heute Morgen... Dance Crossroads? Hä? Den Song kenne ich aber nicht von ihr. Vielleicht hieß es ja auch nicht nach einem Framing Britney Spears. Not a Girl, Alter. Den meine ich. I'm not a girl. Yes. Ich habe noch einen... Ich habe noch einen Tweet gelesen von einem FPÖ-Politiker, der heißt Mogeritsch und der hat getweetet, grün sein heißt, dass 2 plus 1 gleich 3 ist, wenn man nur fest daran glaubt. Aha. Fand ich schön. Ist das nicht dieser Comedian? Wie hieß der? Luke Mogeritsch. Ja. Ja. Der ist jetzt in der FPÖ. Das ist ein richtiger Lacher. Ja. Der beste Gast im ZDF-Fernsehgarten, Luke Mogeritsch. Ja, ich finde den schon sehr, sehr unwitzig, muss ich sagen. Was auch jemand unlustig fand, war Coca-Cola. Denn die hatten jetzt Milliardeneinbrüche im Aktienwert, angeblich durch Cristiano Ronaldo. Hast du das mitbekommen? Nee, gar nicht. Ach doch, ja, warte, ja. Und dann hat der Trainer oder so von der Mannschaft hat dann so demonstrativ Cola getrunken. Echt? Da habe ich einen Ausschnitt gesehen, ja. Also ich habe nur gesehen, dass es eine Pressekonferenz gab mit Ronaldo. Und ganz präsent wurde halt der Sponsor. Boah, das ist ja... Jetzt kommt hier ein Bobby-Car vorbei. Das ist ja noch schlimmer als eine Kutsche. Lauter als Kutschen, ne? Hätte ich nicht gedacht. Mann.
Und zwar ist ja der EM-Sponsor Coca-Cola, also einer von den Sponsoren. Bei der Pressekonferenz stehen halt so ganz präsent Cola-Flaschen da, die halt die Menschen trinken sollen, die halt gerade sprechen. Ja. Und Ronaldo hat sich hingesetzt, hat sein Gesicht verzogen, so von wegen hat die Cola weggestellt, demonstrativ Wasser getrunken und gesagt, Leute, trinkt mehr Wasser, das ist was, was ihr braucht. So. Und es gab dann so einen riesigen, einen milliardenschweren Aktien. Das ist halt auch eine kontroverse Aussage, muss man sagen. Ja. Dass Wasser besser als Cola ist. Ist seine Meinung. Wo, hat der irgendwie Wissenschaft studiert, dass der sich zu solchen Aussagen berufen fühlt? Ist der dumm? Also ich bin ja Quertrinker und ich finde, dass Cola schädlich ist als Wasser. Ja. Das ist meine Meinung. Und die können mir auch Experten nicht nehmen. Und da gab es aber auch noch mehr, die es nachgemacht haben, habe ich dann gesehen, die auch dann gesagt haben, irgendwie Wasser ist gesund und haben Wasser getrunken und nicht Cola. Finde ich eine sehr gute Reaktion. Also diese frechen Leute. Kann man sich nicht immer erlauben. Vor allem, na doch, also wenn sich einer das erlauben kann, dann Ronaldo. Wollte ich was sagen. Also Ronaldo ist halt jetzt, es ist bei ihm natürlich eine große Geste, trotz allem, gerade weil er Ronaldo ist. Aber so ein Anfängerspieler, der noch neu ist und angewiesen ist auf Sponsoren, dem nehme ich ab, dass er sich halt nicht traut, gegen Sponsoren irgendwie vorzugehen. Mhm. Auch wenn es schwierig ist. Also es würde mir auch schwer fallen, für Red Bull oder für, weiß ich nicht, solche großen Marken Werbung zu machen. Ich hatte auch mal eine Casting-Einladung für irgendeinen Energy Drink, für einen Werbespot, den ich abgeschlagen habe, weil ich halt nicht mein Gesicht hergeben will für sowas. Ich trinke zwar gelegentlich mal ein, so einmal im halben Jahr oder so, aber ich will halt solche Riesenunternehmen nicht so supporten, gerade Red Bull zum Beispiel nicht. Ja, weißt du, was nämlich Ronaldo ist? Das wollte ich eigentlich noch als Trivia einwerfen. Ein Fußballspieler. Ist richtig, ja. Danke. Gerne. Nee, er ist von Instagram abgesehen. Instagram selbst ist es der größte Instagram-Account der Welt. Mit 3,5 Millionen. Er wird ja auch geliebt von vielen. Es gibt so ganz... 305. Es gibt so eine riesige Community, die halt sagt, oh, er ist ein Riesenheld. Er spendet für krebskranke Kinder und sponsert das und das. Da gibt es aber auch die Gegenseite, die ihm vorwirft, er würde... soll auch Frauen missbraucht haben und so. Also es gibt da ganz verschiedene Richtungen Gesundheit. Ach komm, ganz ehrlich. Also, wenn mich schon irgendjemand missbraucht, dann soll es bitte Ronaldo. Cristiano Ronaldo sein. Ja, also, das stimmt. Die Frauen sind noch... Vielleicht hat er auch Männer missbraucht. Das muss ja auch immer nicht Frauen sein. Das kann sein, tatsächlich. Was bilden die Frauen sich ein, Alter, dass Cristiano Ronaldo nur Frauen missbraucht? Was soll diese Scheiße schon das wieder? Das ist eine heteronorme Kacke. Ja. Wenn du mich fragst. Dreck, Mann. Ja. Überleitung. Wer auch was verloren hat, zwar keine Milliarden, aber ist der Anwalt von Trump. Alter, ich wollte auch zu Trump überleiten mit, wer auch uns lange genug missbraucht hat, ist Trump. Ja, aber dann bist auch du schön. Mit in die Bresche gesprungen. Aber Jules, darf sich jetzt aussuchen, welche die bessere Überleitung war. Ja. Und zwar Rudy Giuliani. Ja, irgendwie sowas. Ja. Hat seine Zulassung als Anwalt verloren, weil er wohl zu oft nachgewiesen gelogen hat. Hm, und das finde ich ziemlich heftig. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, also ich bin da auch im Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich, wenn du in so einer Position bist wie ein Anwalt und du halt bewusst und nachweislich gelogen hast, finde ich es legitim, seine Berufung oder seine Profession anzufechten. Ja? Ihnen zu sagen, naja, wenn du mit solchen unlauteren Mitteln arbeitest, musst du dir auch gefallen lassen, dass sich Menschen kritisieren und das in Frage stellen. Auf der anderen Seite sollte man ja das Lügen und Dummsein nicht verbieten dürfen. Das ist die andere Seite. Naja. Da bin ich so ein bisschen dazwischen. Ich finde aber auch, wenn es gefährlich wird, ja, dann ist es auf jeden Fall problematisch. Es war ja auch nicht das Dummsein, sondern schon das ganz bewusste Lügen. Genau. Lügen. Ja. Ja, aber ich wollte eigentlich was Witzigeres sagen. Du kommst hier gleich wieder mit sowas an. Tut mir leid. Es wurde nämlich jetzt auch geleakt. Uiuiui, was ist denn hier los? Enkeltricks machen ihre Großmutter kaputt. Es wurde geleakt, dass Trump am Anfang des Corona-Ausbruchs die Infizierten nach Guantanamo bringen wollte. Und hat seine Administration gesagt, das kann man nicht machen. Das hast du falsch aufgefasst. Er wollte den Coronavirus nach Guantanamo ausfahren. Ja, er wollte den waterboarden, um den reinzuwaschen. Genau.
Das ist eigentlich auch geil, dass die Vereinigten Staaten ganz klar gesagt haben, Folter und so, das geht gar nicht, was wir hier gemacht haben. Wir haben Deutschland befreit, die Japaner mit ihrer Unit 731 oder was, das geht ja gar nicht. Und dann machen wir Guantanamo und dann kommen wir nicht wieder zu dieser weichgespülten Spracheuphemismus-Scheiße. Das ist dann keine Folter, das sind Enhanced Interrogation Methods. Weißt du, und da komme ich professioneller, ja. Und sage, das ist scheiße. Man muss es nennen, wie es ist. Dieser Mann ist behindert. So. Das ist eine Beleidigung von Menschen mit Behinderungen. Ja. Gut. Ja, also selbst Obama hat es nicht geschafft, Guantanamo irgendwie dicht zu machen. Der wollte es nicht. Ich dachte, es war auf seiner Agenda. Aber es kann sein, dass er es auch nur gesagt hat. Gibt es ja auch Menschen, die lügen ja in der Politik. Soll es geben. Also dieses Deep State-Ding ist natürlich immer gerne mal so Akt der Verschwörung, ja? Ja. Aber also das kann mir ja keiner erzählen, dass da nicht irgendwie große Interessen hinter allem stehen. Nee. Namentlich Geld zum Beispiel. Gibt es noch mehr Trump-News? Nö, gar nicht. Ich fand das witzig. Ich habe noch einen letzten. Der hat einen Husten, ab ins Folterlager. Ich habe noch einen letzten Downer für heute. Ja. Und zwar ist gestern brandaktuell oder vorgestern ein Mord passiert, also ein mehrfacher Mord. In Würzburg hat ein Somalier 3 Menschen abgestochen. Und es wurde aber auch gefilmt zum großen Teil. Sie haben ihn dann quasi aufhalten wollen, mit Stühlen nach ihm geworfen. Da gingen auch Videos viral. Und deshalb hat er diese 3 Menschen erstochen, noch ein paar mehr verletzt. Und es wurde dann irgendwie angeschossen von der Polizei und verhaftet. Also ganz, ganz ekliger Vorfall, worauf sich wieder die AfD und die ganzen Rechtspopulisten natürlich freuen dürfen, dass sie wieder hetzen dürfen gegen Ausländer. Aber was willst du machen? Das war halt ein Idiot. Die ganzen Flüchtlinge kamen ja hier eh alle mit Messer im Arsch versteckt hierher, genau, uns alle abzuschlachten. Und Drogen und Ringbogen fahren, genau. Ja. Nur als kurze noch zur Vollständigkeit der Woche, dass etwas Schlimmes passiert ist. Also Somalia ist jetzt ja auch nicht der friedlichste Staat. Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt auch als Ausländerfeind gelte, aber wenn man aus einem Land flüchtet, wo man traumatisierende Erlebnisse erlebt, vielleicht macht das was mit der Psyche. So, oh, dann, ganz steile These. Ja, und ja. Vielleicht liegt das dann nicht per se an irgendwie somalischer Kultur, Leute abzuschlachten, aber wenn man halt Tod und Verderben irgendwie als Alltag hat, vielleicht macht da dein Hirn einen kleinen Knick. Ich meine, du siehst es ja, dass die Menschen schon durchdrehen, wenn sie mal eine Maske tragen sollen und sich traumatisiert fühlen und denken, dass sie sterben müssten. Also die Leute, was beschweren die sich denn? Somalia ist doch der übelst geile Piratenstaat. Also, ach, die waren das, stimmt. Ja, die somalischen Piraten. Mhm. Ihr wollt hier die ganze Zeit irgendwie Fluch der Karibik und dann bekommt das und dann beschwert ihr euch oder was? Aber es waren nicht die coolen Piraten mit Augenklappe und Papageien. Das waren eher so, weiß ich nicht. Na, der wollte dafür sorgen, dass die jetzt alle so Haken und Holzbeine haben. Er wollte rekrutieren. Oh Gott, Alter. Hat nicht ganz funktioniert. Uff. Ja, ist natürlich eine bittere Scheiße, aber was willst du machen, außer geschmacklose Witze drüber, um das zu verarbeiten? Das stimmt. Wir wollen ja auch nur zurechtkommen, klarkommen mit der furchtbaren Welt. Ja. Kennst du eigentlich Swiss und die anderen? Ja, das ist doch dieses Land, was immer neutral ist, ne? Genau, die sind das. Hi! 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 What was my highlight of the last year? Yes, yes, just absolutely. Tell me. Anti-highlights or highlights? What? Anti? Anti-highlights. anti-highlights. yeah, you can, of course you can talk about anti-highlights. Lowlights. Lowlights in the past week. How long? Do you give me 2 minutes? 1 minute? We have 5 minutes left on the podcast. Okay, good. I take 3. And it's nice. For somebody else. 2 to 3. Show me when. When should I start talking and when do I stop? What? Oh, you already talked. I have already talked. No, I haven't even started. Wait, I'm live. This yeah, is live? No, nah, it's not live, but we are recording all the time, you know. Oh goodness. You but, didn't say, according to Deutsche law, you're not allowed to record before you tell the people. Yeah, but you approached us. So that's why we have this sign. I'm teasing. Be I'm careful. Teasing. Yes. Rico, what's your highlight of the past week? I don't get it. Rico. Hi. Hello. Hey. Talking to you is a highlight. Oh. Talking to friends, yes. No, but edit it out. I start here. okay. Hi, my name is Margarita,
And I would say that the highlights of the past weeks and months in Weimar has really been sort of this culture that was created by the Monday demonstrations, which began more than a year ago. I would say that really for me, Weimar political life, one of the highlights was seeing the Black Lives Matters movement start here in Weimar and having this be led by young black women, mostly. And this turning into a series of intersectional demonstrations that touched almost every sector of Weimar society, from Fridays for the Future, which kept working and working to get youth and high school students and even grade school students involved in Weimar's political life, to the university students who began to protest intersectionally on issues important to LGBTQIA people, and to organizations such as Migrantifa and We United, and then the list just goes on and on and on. I'm sure I'm forgetting some, but it became clear that we in Weimar, as part of the response to all of the difficulties of the corona crisis and pandemic, and faced with this sort of resurgence of right-wing nationalism, the AfD, and even you know, neoliberal forces within our own city government and people, we the people, we the many, began coming together intersectionally to discuss our common aims and goals, and to create a Weimar that is really more open, tolerant, and willing to stand up for justice and equality and egalitarian values for everyone in Weimar. And we saw this in so many ways. I mean, there was this takeover of a house, which yes. That happened, right? Which street was that on again? Erfurter Street. Erfurter Straße. And the city suddenly started having to respond, or when this, you know, when the Classic Stiftung made this terrible mistake and began equating some anti-fascist graffiti. I'm not necessarily, as I've said before, a fan of bad graffiti. I prefer good graffiti in the correct place. But this was a political statement, not an artistic one. Mm. And the fact that the Classic Stiftung and the Stadt came together and offered a 10,000 euro bounty on the head of some possibly left-wing student. I mean, you know, I like to think that possibly, oh, don't get run over, my dear, by a car. Good of you. Edit that out, please. Or leave it in. The city was offering a bounty on the head of some student and then ignoring the right-wing rise in Stolpersteine, or the fact that Der Dritte Weg came here to spit on students and call us Nazis during this ridiculous anti-corona demonstration. But I feel like, you know, through all of these challenges and difficulties, we really began to see the city come together. And even, I mean, you know, I'm not necessarily pro police, obviously, but at the same time, we saw that they were forced to respond when Weimar was invaded by 5,000 right-wingers who came to harass the citizens with these anti-mask protests. So I think that for me, that's really the highlight. Now that we're all a little bit freer and enjoying the sun and the incidence of corona is zero, we can still see that this culture of solidarity and protest and intersectionality continues. And so for me, that's really the highlight of walking around Weimar, seeing us all with the masks off and being able to talk freely. So thank you. Thank you too. Very nice. What a statement. It's a good end phrase. Yeah. Yeah, I can see why you are a speaker of protests and demonstrations. Thanks. Yeah. And also my old roommate, hallo Julka. She Have also a nice approached day. Thank us. You. See you. Yeah. Was war denn dein Highlight der Woche, außer mich mal wieder zu sehen? Ja, das wollte ich gerade
Tino. Tino. Ja. Ich hab eben mit dir. Ist Robin. Du kannst gerne hier ein Stück rangehen und nochmal sagen, irgendwie, ob die Sonne dir gefällt. Also, du musst natürlich nicht, aber. Ganz schnell los. Du musst ganz schnell los. Du musst ganz schnell los. Es ist sehr schön. Oh, no, okay. No, no, no. Ja. Ich würde wirklich jetzt die Tage mal bei dir vorbeikommen wollen. Ja. Ja. Ja, sehr gerne. Ja? Morgen ist schlecht. Und die ganze Woche danach auch. Dein ganzes Leben ist schlecht. Die ganze Woche danach ist gut. Also, ich will es jetzt nicht zu privat machen hier, liebe Leute, weil wir sind ja gerade live im Podcast. Aber vielleicht auch heute noch, oder ist das bei dir nicht so? Okay, ist okay. Gerade busy unterwegs. Okay, nee, ist ja kein Thema. Dann machen wir das mal Anfang nächste Woche. Ich bin nämlich bei einer Bürgerstiftung. Aha. Bist du ist das ein Highlight deiner letzten Wochen? Ja, aber ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden darf, bestimmt, oder? Ich weiß es nicht. Was passiert denn da? Zündet ihr Menschen an? Bürgeranstiftung. Man wird einer Seniorin oder einem Senioren zugeteilt, aha, die sich dort auch angemeldet haben. Und dann ist man eine gute Nachbarin. Das warst du für mich sehr lange Zeit. Also, da warst du auf jeden Fall. Ich war keine Nachbarin, ich war eine Mitbewohnerin. Naja, aber weißt du, im Nachbarzimmer. Ja. Also da hast du auf jeden Fall Expertise. Das klingt doch sehr schön. Und zu ihr gehe ich gerade, weil sie am Wochenende nicht so viel zu tun hat. Ja. Und ihr Bruder ihr abgesagt hat. Und dann hat sie gefragt, ob ich nicht vorbei. Und dann gehen wir, glaube ich, eine Runde spazieren. Und je nachdem, wie lange das dauern wird. Sehr schön. Das ist doch ein schönes Wochenhighlight. Aber ich schreibe dir mal. Und sehr gerne. Du kannst mir auch schreiben. Warum sage ich, biete ich immer an? Ja, ich war jetzt auch in Berlin und so. Ich war nicht da, aber... In Berlin also. Berlin, ja. Weltenbummler. Deswegen ist auch die letzte Woche ausgefallen hier beim Podcast. Und weil ich geimpft worden bin. Das gab ja zwei Gründe. Ja, stimmt. Oh, ich wurde auch geimpft. Aber das war nicht mein Highlight der Woche. Hat wehgetan? Nee. Also ich hatte einen Arm richtig taub, du. Das war hart. Nee, ich konnte noch. Das war das Okidoki. Ja, schön. Ja. Freut mich. Das ich mein Highlight. Gut siehst du aus. Verraten, ne? Strahlst. Ja. Hast du irgendwie eine sehr warme Jacke an für das aktuelle Wetter so? Aber ja, ich dachte, es wird regnen. Kann passieren. Ja. Nein, nicht solange wir hier sitzen. Ja, großartig. Ich überlege gerade, was mein Highlight der Woche war. Der letzten Wochen stand da, ne? Hallo. Der letzten Wochen, ja, also was dir einfällt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, also bis jetzt mussten alle echt überlegen. Ich dachte, da hat man irgendwie... Ja, sofort, Fußball. Ja, weil ja. So Fußball. Das war ja kein Highlight. Ich glaube einfach, dass man rausgeht und viele Leute trifft, die man kennt. Und sich einfach freut, diese Menschen zu sehen. Das ist mein Highlight. So geht es mir auch, gerade in dieser Sekunde. Ja, der Frachterfrontmann, alle laufen hier wieder rum. Geil. Die ganzen Promis der Stadt. Ja. Wundervoll. Ja, Julka, schön. Ja, ich will euch auch nicht zu sehr aufhalten. Ja, wir müssen jetzt langsam echt die Woche rekapitulieren und bewerten. Wir neigen uns dem Ende hier von unserer Zeit. Es war eine schöne Idee, hier auf die Straße zu gehen und Menschen einfach sprechen zu lassen. Menschen, die wir kennen, Menschen, die wir nicht kennen. Ja. Ja, war der Ansturm groß? Na, das würde ich nicht unbedingt sagen, weil die Leute wahrscheinlich schon ein bisschen scheu sind, hier reinzugehen, aber... Naja, ist ja auch mit Corona und so, da muss man das wieder lernen, ne? Irgendwie. Ja. Ja, und wir haben jetzt ja auch die Leute nicht explizit angesprochen, das ist ja auch immer... Ne? Aber ein schönes Still, war ein Cliffhanger. Und dann war ich so, Podcast, halt stopp. Ja. Ich gucke mir nochmal die Menschen genauer an, die dahinter sitzen, hinter dem Schild. Ja. Weil das könnte jemand sein, den ich kenne. Sogar zwei, die ich kenne. Mhm. Schön, schön. Ja. Leute, ich muss los. Yes, war schön, dich zu sehen. Wie immer. Ja, und ich schreibe dir, aber ich glaube, heute ist... Ja. Da will ich mich das wäre heute auch nur spontan gewesen. Sponti, morgen bin ich nämlich im Lebtsch. Ja. Okay. Was geht da? Schwesternbesuch. Aha, wird das ein Wochenhighlight? Unter anderem. Schön. Ja, Ex-Mitbewohnerin Julka. Applaus. Ist jetzt so lange ausgehalten in deiner Wohnung. Ich freue mich. Es war noch länger ausgehalten. Es war kein Aushalten, es war ein Genießen. Schon. Ging ja nur um die Situation. Dann war das Zimmer zum Studieren, war das Zimmer zu Nun gut. Wir sehen uns.
schreibe dir und du schreibst mir. So, Tino. Was eine Woche. Ja. Ich habe noch gar nicht alle angesprochen eigentlich. Aber ich wollte noch sagen, dass Swiss und die anderen finde ich furchtbar. Stimmt, da war ja was. Ich finde, dass die Menschen... Diese Rednerin jetzt hier, also man hat gemerkt, dass sie Rednerin ist. Ich bin großer Fan von ihr, weil sie auf allen Demos hier spricht. Vor ein, zwei Wochen hat sie vor mir gesprochen, als ich auch eine Rede gehalten habe. Und sie stellt jeden, der spricht, in den Schatten, auch mich. Und ich fand es okay, weil sie so gut ist. Deswegen nochmal liebe Grüße an die Dame. Margarita, wenn ich das richtig gehört habe. Genau, und Swiss und die anderen ist jedenfalls eine Band, die ich gerade entdeckt habe. Also diesen einen Song, Linksradikaler Schlager, der ist sehr lustig, aber diese Band und ihr Fanclub, die Sippschaft, die sind sehr, sehr schwierig. Okay. Also sehr so mit, ich habe einen Artikel gelesen, dass sie ihre Fans ausbeuten sollen und so, und sie müssen sich irgendwie Sachen tätowieren, damit sie in den Fanclub gehören, und müssen dann irgendwelche Jacken zurückgeben, wenn sie wieder austreten, wo sie die bezahlt haben. Also ganz schwierige Truppe. Ja. Und gar nicht antifaschistisch, so richtig. Jedenfalls als kurzes Statement. Und jetzt müssen wir die Woche... ich muss auch noch zwei Sachen kurz reindrücken. Es tut mir leid, Tino. Also pass auf, die Apple Daily Zeitung in Hongkong ist jetzt offiziell verboten worden. Die hatte so ein bisschen Bild-Zeitungsanleihen. Aber dennoch war es halt eine große Instanz für Demokratie und freie Presse in Hongkong. Das heißt, mit diesem Schritt ist jetzt mehr oder weniger Hongkong gefallen innerhalb von ein bisschen weniger als 2 Jahren. Shit. Und das sollte der ganzen Welt zu denken geben. Hey, ja, super geil, China, lasst mal alle irgendwie unseren Markt nach China ausrichten, weil das ist billig und gibt uns Profit. Aber zu welchem Preis? Und apropos zu welchem Preis? BP plant jetzt an der Küste von Afrika das größte... Warte, lass es mich nicht falsch sagen, irgendwie Kaltwasser-Korallenriff, da direkt daneben ein bisschen zu drillen, ja, die planen da bis, was weiß ich, 2030 richtig geil Öl rauszuholen, oder? Öl und Gas, das ist richtig gut, da geht bestimmt nichts schief, BP hat ja überhaupt keine Geschichte, die in irgendeiner Form fragwürdig ist, was das angeht und überhaupt. Lupen rein. Fossile Brennstoffe sind halt einfach die Zukunft. Und das wollte ich zumindest noch mal kurz erwähnen hier, bevor wir jetzt sagen, was geben wir denn der Woche? Also ich gebe der Woche meine Sonnenbrille. Ja. Ich kann die wieder auspacken jetzt, wo es warm ist. Da bin ich voll froh drüber. Auch wenn ich nichts lesen kann. Ich fand die Woche sehr stark. Also ich finde, dass diese EM-Geschichten, vor allem müssen wir auch 2 Wochen so ein bisschen hier reinrechnen. Ja. Und ich finde, dass diese EM so spannend war, nicht spielerisch, aber von diesem Kleidflieger, dann der bedauerlicherweise umgefallen ist, hoffentlich geht es ihm wieder gut, also diesen Kollaps, dann diese Regenbogendiskussion und so weiter. Ja, das ist Urban. Dein Thema, ne? Ja, ich bin ja auch in dieser Szene drin und ich bin ja auch so beruflich ein bisschen in dieser LGBTQ-Geschichte und deswegen ist es für mich ein großes Ding, dass es so eine Aufmerksamkeit bekommen hat, dieses Thema. Und so viele Regenbogenfahnen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Und das finde ich schön. Ich habe noch eine Sache, die ich erwähnen muss, die mir gerade wieder eingefallen ist, denn Skaten ist ja dieses Jahr olympisch. Eigentlich ab letztem Jahr so. Und auf einmal kommt die CDU an und meint, ach übrigens, wir sollten mal ganz dringend in Berlin wirklich richtig gute Skateparks bauen, damit wir mit der internationalen Konkurrenz zurechtkommen. Ich möchte wetten, das sind dieselben Leute, die eine Woche vorher noch irgendwie, oh, diese scheiß Skater, ja, diese Drecke, hier machen alles kaputt und so gesagt haben. Mhm. Und dann hoch, warte mal, das ist jetzt olympisch. Auf einmal müssen wir das fördern. Und da denke ich mir, warum machen wir nicht einfach mal Klimaschutz olympisch? Das scheint ja dann sofort zu gehen. Das ist voll die gute Idee. Hm. So. Da würde China aber nicht gewinnen. Ja. Naja, also ja, dieses EM-Ding. Also ich würde jetzt das gefühlt nicht bei einer 8 einordnen. Doch, wollte ich gerade sagen. Echt, ich bin bei einer 8. Guck mal, dieser Attentat gestern zum Beispiel, dann McAfee, das ist ja eine Koryphäe der Programmierung und der Antivirus-Software, hat sich suizidiert, man weiß es nicht genau. Regenbogen-Debakel, Viktor Orban, hast schon recht. Der Flitzer, Ronaldo, das war auch ein virales Ding, also ich bin echt beinahe 8. Du bist beinahe 8. Aber voll. Hm. Naja. Dann die Inzidenzzahlen, die bei 0 sind. Ja, aber das müsste ja eine 0 von 10 sein. Weißt du, es geht ja nichts mehr in der Stadt. Corona ist over, was ist das denn? Nee, es geht sehr viel in der Stadt, man darf so viel wieder machen, es ist fantastisch. Es ist ein bisschen gruselig. Meine Außengastronomie, ich bin endlich wieder frei. Auch drin teilweise davon wieder essen. Es ist
echt krass. Twin darf man wieder essen, das ist ja frech. Ich war letzte Woche in Erfurt in einem veganen Burgerladen. Da durften wir drin uns hinsetzen. Geil. Das war interessant. Ja, also, gut, dann geben wir halt eine 8, ist mir egal. Dankeschön. Nimm deine 8. Dankeschön, ich nehme sie. Du hast so leidenschaftlich hier debattiert. Hier, ich nehme mir so die 8. So machen wir das. Wir müssen jetzt eh Schluss machen, weil ich habe bald keinen Speicher mehr hier auf der Cam. Shit. Und ich hoffe, ich kriege das auch hin. Also, falls ihr jetzt kein Bild gesehen habt, ist irgendwas schiefgegangen, aber. Oder nichts gehört habt. Braucht ihr nicht. Das ist ja nur so ein Gimmick gewesen. Dann vielen Dank für 120 Folgen, die ihr zugehört habt, plus noch die 0. Ausgabe und die Hörer-Wünschers. Ja. Es wird weitergehen. Danke. Die Musik ist so laut, wie die Kutschen, die vorbeifahren. Ich kotze im Strahl. Tschüss.